Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier auf dem Channel, auf dem nichts los ist und den keiner kennt, vor der Kamera und hinter dem Mikrofon, euer René, und ich begrüße euch heute recht herzlich zu einer neuen Folge, zu endlich einer neuen Folge von American Truck Simulator. Das Ganze der Public Beta 1.32, das heißt, ja, ich habe hier einen eigenen Auflieger. Und wie, wo, was, wann, ganz genau, gleich nach dem Intro. Meine Damen und Herren, jetzt hier nach dem Intro sind wir bereits hier in San Francisco startbereit. Meinen Auflieger habe ich auch schon angekoppelt, angehängt, angeschlossen. Ja, noch der Königszapfen ist in der Aufnahme drinnen und es passt. Weiteres habe ich bereits die Ladung für Karlsbad abgeholt. Das sind so Stahlrohre halt. Können wir ruhig mal nachschauen. Also wir haben große Eisenrohre für Karlsbad hier in San Francisco geladen und das dürfen wir jetzt, oder darf ich jetzt für euch unterbringen. Dann sind wir mal gespannt, ob das so klappt und ob es nicht so klappt oder wie, wo, was, wann genau. So, wir gehen rein, wir sind ja im Cockpit. Jo, und während der Aufnahme, ne, werde ich euch ein bisschen was erzählen. ETS haben wir schon hinter uns, jetzt kommt der ATS dran, natürlich, so. Also, was vielleicht euch schon mal auffällt, ich habe hier neue Ohrwascheln, neue Ohrstöpseln. Diese habe ich mir gerade, also diese habe ich mir erst erstanden über Amazon. Ungefähr 10 Euro sind in ihr Kopfhörer, sind eigentlich Sportkopfhörer, kann man aber auch ganz gut als in ihr Monitoring verwenden, noch dazu in einem schicken Blau. So, Funkmonitoring mache ich mit sicher nicht, der PC steht gleich daneben, da reicht ein bisschen Kabel. Selbstverständlich, wie auch immer, hier im Peterbilt oder in einem Kenworth Truck, in American Truck Simulator, fahre ich das Ganze hier mit Schaltung, mit Haarschaltung, old school like, wie es in America ja so schön ist. Ja, und selbstverständlich, wie man auch hier auch an meinem Kontostand sieht, habe ich in American Truck Simulator keinen Lottogewinn gemacht. Ich arbeite noch immer daran, dass ich hier reich werde mit meinen zwei Standorten. Ist aber halt, ja, ne, nicht gerade einfach. Jo, was kann man sonst noch sagen? Oder was kann ich noch sagen? Ich werde jetzt abwechselnd wieder ETS und ATS machen. Eine Woche ist das, eine Woche das. Wird sich mal
Abwechslung dann und Entspannung, vor allem mit neuen Aufliegern. Und ja, genau, bei den Aufliegern bin ich auch stehen geblieben. Ne? Die Auflieger kosten ja auch ein bisschen was. Ne? Somit bin ich der Meinung, wenn hier schon nicht so viel Geld vorhanden ist, müssen wir natürlich Geld reinbringen in die Kasse, damit wir da unsere so, Auflieger kaufen können, einzeln, einen nach dem anderen. Der billigste war um $40,000 zu haben. Das war der Flachbettauflieger. Mit dem werde ich jetzt halt ein paar Fahrer machen, damit wir da Kohle bekommen. Ja gut, Kohle könnte ich auch damit kriegen, dass ich jetzt sagen würde, ich fahre halt ein bisschen weitere Touren, weitere Strecken, zum Beispiel nach New Mexico. Oder eventuellerweise demnächst vielleicht sogar nach Oregon. Hört, Oregon? Ja. Denn ich habe auf der Karte nämlich bereits was gesehen, was interessant ist. Oberhalb von California ist ein Stück ausgegraut worden, hellgrau hinterlegt worden. Sind aber noch keine Straßen und Ortschaften eingezeichnet. Ich vermute da mal ganz vorsichtig, dass SCS-Software da etwas in petto hat für dieses Gebiet. Vor allem, weil es zwei Auflieger gibt, zwei Trailer. Im American Truck Simulator, wo steht, sie benötigen eine Garage in Nevada, Oregon. Nevada finde ich nicht. Oregon auch nicht. Somit gehe ich mal davon aus, da oben wird etwas vor sich gehen. Und ich befinde mich anscheinend mitten im Berufsverkehr, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen im Berufsverkehr in Kalifornien. Hier geht nichts weiter. Ja. Berufsverkehr geht nie was weiter, ne? Das weiß man doch. Ja, aber Berufsverkehr um 9:30 Uhr abends, ne? Warum nicht? Amerika ist anders. America is different to Europe. So it's okay for us and it's okay for me that there's more traffic at 9:30 p.m. Ich nehme hier wieder mal konstant auf mit 30 FPS zurzeit. American Truck Simulator hat ein bisschen mehr Gewicht bei mir drauf. Ne? Braucht ein bisschen. Dann auch mit 30 FPS. In Karlsbad war ich übrigens noch nicht. Können wir uns das gleich halten. Ne? Genau. So soll es ja sein. Das tut uns alle freuen. Was ich jetzt auch jetzt zum Beispiel hier auf meine Waschlung hier beziehe. Es ist interessant, dass ich jetzt zurzeit auch meine Stimme nicht so höre. Ich weiß jetzt nicht, wie laut oder wie leise ich rede, weil die hier doch ein bisschen ziemlich viel von mir selbst wegnehmen. Aber sie haben einen tadellosen Klang für das Geld, was sie gekostet haben. 10, 15 Euro waren das. Ne? So um den Dreh herum halt. Ne? Weil sie sind mit dem in Verbindung mit dem Computer ziemlich laut.
Habe ich sogar den Lautstärke vom Computer nicht untersenken müssen. Aber zumindest sage ich mal so, nö, dadurch, dass ich jetzt hier auch weniger Geld zur Verfügung habe, kann man ja wenigstens sogar mit den Trailern von Anfang an losstarten. Sprich, von klein nach groß hocharbeiten. Das Einzige, was ich jetzt dann noch machen werde, ist, dass ich mir den Trailer auch privat stelle. Nicht, dass mir irgendeiner meiner Fahrer dann den Trailer nimmt. Und ich habe mir Nebenstraßen eingestellt zum Fahren, weswegen auch immer, wahrscheinlich zum Erkunden der Strecke habe ich das mal gemacht, glaube ich. Da sehe ich auch hier ein bisschen von der Strecke was zu sehen bekommen. Können wir uns halt mal hier ein bisschen die Strecke auch anschauen. Naja, wobei viel sieht man ja nicht in der Nacht. Zum Schlafen muss ich sowieso gleich gehen, irgendwann irgendwo mal. So, hier geht es auf den nächsten Highway runter. Dankeschön fürs Reinlassen. Nee, gehört eigentlich so. Bis reinlassen, danke schön, zumindest in Europa, nun. But American is different. America is not Europe, and so I don't know if this one is a thank you in America too. Und auf gut Deutsch, ich weiß nicht, ob das auch danke schön in Amerika ist. Jetzt, wo wir auf dem Highway auch sind, ne, schalten wir mal hier den Tempomaten ein, dass wir uns ein bisschen entspannen können. Hey, Idaho Cowboys. Mal außen sich, sieht man da wenig. Dankeschön. Gehen wir wieder rein. Hat ein bisschen Geld gebracht, danke. Sechs Stunden Fahrzeit haben wir noch. Die werden wir natürlich hier untergehen in dieser Folge. Jede Folge wird sich abgeschlossen, hoffe ich mal. Außer ich mache mal jetzt eine von West nach Ost Fahrt, also von Kalifornien nach New Mexico. Ich werde mich auch mal darum bemühen, wie es jetzt eigentlich mit der Viva Mexico ausschaut.
oder wie das heißt, ne? Viva la Mexica, La Mexico oder so, wie das heißt. Ne? Vielleicht wird das ja dann auch schon die 1.32er gehoben, aber ich glaube noch nicht. Erst wenn die 1.32 Fahne heraus ist, also für jeden zu haben sein wird, könnte ich mir vorstellen, dass das gemacht wird. Genauso wie beim ETS2 von Eurotruck Simulator T die Promos erst abgedeckt wird, wenn die finale 1.32 da ist und nicht mehr die Public Beta. Sollte aber auch nicht mehr allzu lange dauern, glaube ich. Schätze ich mal. Ne? Und was ich eben dann gemeint habe, das mit dem Stückchen oberhalb von Kalifornien, kann ich euch gerne zeigen. Wenn wir dann diese Part hier abgeschlossen haben, zeige ich es euch mal. Also, ich bin da schon ganz gespannt. Ne? Also beim Eurotruck Simulator weiß ich es, dass bald die baltischen Länder, Litauen, Finnland, Lettland, Estland und so kommen sollen, soweit ich weiß. Soweit ich jetzt weiß. Dann muss ich mal schlafen gehen. Och, in 2 Stunden schon. Muss ich mir eine schlafen. Muss ich dann schauen, wo ich schlafen gehen. Ja, und da weiß ich halt, ist dort schon was im Petto ist, etwas im Laufen. Aber wie es beim American Truck Simulator ausschaut, keine Ahnung, meine Damen und Herren. Kann ich leider noch nicht sagen. Habe ich noch nicht nachgelesen. Ja, ich weiß. Sehr verantwortungsunwürdig. Sehr verantwortungslos, besser gesagt. Also, ja. Mir bin ich da vorne gibt's was zum Schlafen. Ja. Und dann werden wir mal schnorchen gehen. Tanken? Nö. Nur schlafen, bitte. Lassen wir uns hier mal einen Parkplatz rollen. So, dann sagen wir mal gute Nacht hier. Trinken einen Kaffee. Und guten Morgen. Steigen wir ein in unser Wiegerchen. Okay. Ich habe ja den Bremsdrucksimulator auch drauf.
So, nachdem wir hier rausgeschoben haben, können wir losfahren wieder. Alles normal. Da kommt nichts. Och nee. Wieder Station. Geh wieder nochmal raus. Na, dann machen wir mal die Wiegung. Hammer, Dankeschön. No. Fahren wir weiter nach Karlsbad. Oder Karlsbad oder noch mehr. Je nachdem. So, bedienen wir uns wieder am Tempomaten. Schön auf dem Highway. Schöne Strecke mit dem Tempomaten. Wow, kalifornisches Cabrio überholt uns. Wird wahrscheinlich irgendein Superstar aus Hollywood sein. Könnte ich denken, könnte ich mir vorstellen. Ja, ja, ja. Ich esse den Cabrio. Ist doch nicht der Ehemann von der Dame. Der hat halt die gleiche Form vom Cabrio, was so ist. Soll es so sein, kann so sein, muss so sein. So. Unsere Eisenrohre, wie viele Tonnen haben wir eigentlich hier haben? Naja, Tonnen kann ich ja nicht sagen, aber 43.680 Pfund sind es. Wir hatten ein Gesamtgewicht von ca. 78.000 Pfund, nicht gewogen. Oh, nicht schlecht von den, also nicht von schlechten Eltern, sage ich mal. Ich möchte hinten ja auch noch ein bisschen verbessern am Trailer. Auch ein bisschen Money. Und ohne Money, nix Illusie in der richtigen Welt. Ich brauch Money, damit ich kauf kann nie für den Trailer ein bisschen was. Und einen Canvas hab ich auch noch gekauft. Den werde ich auch mal verwenden. Ja, den werde ich verwenden. Aber mal schauen, wie ich das machen will. Und mit dem Volvo könnte ich auch noch fahren. Volvo V1 L670. Ein Adret.
oder Hallstatt oder wie der heißt. Ne? Aber zuerst schauen wir, dass wir hier die Eisenrohre zum Bestimmungsort hinbringen werden. Genau so. So. Muss ich ja rüber. Ja, Amas. Amas. On the left track. Thank you very much. This was very nice of you. Thank you. Wo ist das da hinten? Verstehst du, was ich gemeint habe? Oh, schicker Schweißer Chevrolet oder was das ist. Silberne BMW oder so irgendwas. Nichts Neues. Einen Peterbilt. Deutsch Renn oder was anderes? I don't know. Was? Du wirst doch jetzt nicht dran sagen, dass du schwach auf der Brust bist. Polizei. Wir wollen sind wohl los, meine Damen und Herren. Ja, und Kalifornien halt. Standardmäßig wie immer. Wenn man überhaupt Signalen durchstand, nicht schneller. Dann fahren wir doch. Wir werden uns doch nicht mit der Polizei streiten. Ja. Aber wir hätten aber auch eine Unsicherheit da, damit wir bleiben können. Wahrscheinlich strengstes Rechtsfahrgebot, meine Damen und Herren.
Ortis, hier haben wir noch. Dann wird es erst so richtig spannend, wenn ich die Ladung abliefern muss, also zurückschieben darf. Das ist dann eben der schönste Moment in Amerika. Truck Simulator. Wenn ich mit dem Trailer zurücksetzen darf. Daraus könnte man fast eine Zeitlupe machen. Oder, nein, nicht Zeitlupe, ne? Eine, wie heißt es? Na, irgendwas mit Zeit schon, ne? Eine Zeitraffer, ne? Nicht eine Slow Motion, sondern Ding, ne? Den englischen Begriff wisst ihr ja schon, ne? Für Zeitraffer. Ja. Wer mich kennt, der weiß, ein American Truck Simulator ist es nicht so einfach, mit dem Träger zurückzusitzen und ranzuschieben an die Ladematte oder an seinen Bestimmungsort überhaupt. So, was wissen wir jetzt? Links, rechts, Mitte, ich bin die ganze Zeit links. Was willst du also? Soll ich noch weiter links fahren, oder was? Ja. I don't know what the fuck. What does the navigation want from me, want of me, want by me, keine Ahnung. Das ist doch wurscht. Hauptsache ich komme da weiter. Ja, Carlsbad, ich hab Carlsbad gelesen. Ich hab Carlsbad gelesen. Carlsbad, Carlsbad. 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 Wie spricht man denn das aus? Carlsbad oder Carlsbad? Oder Carlsbad? Und das Bett vom Carl habe ich nicht. Hm? Wie spricht man das wirklich aus? Ne? Vielleicht sollte ich mal über Google suchen. Wäre wahrscheinlich besser, wäre wahrscheinlich angenehmer. Könnte ich mal versuchen. Versuchen ist alles. Alles, 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 alles. Versuchen ist alles. Alles, alles, alles. Schon wieder um mich. Also muss ich dann da richtig mal. Könnte mir das jemand bitte erklären? Dankeschön. Aber das ist ein Kaffeebett. Also, nichts aus. Optische Probleme.
Medical Emergency? No. Links kommt nichts, rechts kommt nichts, vor mir. Jo, 30 Meilen sind ja auch übrigens ja auch sowas ähnliches wie bei 50 km/h, ne? Wie wir wissen, und auch nicht. So, wo darf ich ihn hin mit dem Ding? Ich sehe es noch nicht. Hier muss ich ihn ran. Wie darf es denn sein, Knetfrau? Och, das wird jetzt leicht. Seht ihr das? Da kann ich ja richtig toll jetzt erstmal da so richtig eine schöne kleine Runde fahren. Mich dann so richtig schön positionieren. Leute, ich bin da. Ihr bekommt eure Eisenrohre und jetzt weiß ich auch, warum ihr die braucht. Ihr baut da nämlich gerade irgendein Gebäude auf. Jetzt geht's im Rückwärtsgang. Jetzt sind wir einmal ein bisschen vor, damit wir da noch ein bisschen schöner dastehen. Ne? So. Oh, es geht auch mal rauf, kurzfristig auf 50 FPS. So, abgeladen haben wir. Schön, passt, sehr schön. Und jetzt könnte ich hier auch noch den aktuellen Aufträge der Firma anschauen. Wollen wir aber jetzt nicht. Wir wollen kurz da reinschauen, auf die Karte, auf die Weltkarte. Denn, was ich euch zeigen wollte, ne? So, da. Dieses Stück hier ist auf einmal so hellgrau. Hellgrau hinterlegt ist Kalifornien, Nevada.
Ich finde aber in Nevada nichts, ne? Nö. Dann Arizona und New Mexico. Was kommt da wohl auf uns zu? Und was ist damit? Seht ihr das? Was hat da SDS eventuell in petto? Ich weiß es nicht. Ich habe auch nichts gelesen momentan darüber. Auf jeden Fall haben wir Karlsbad freigeschalten. Eine der Städte, die ich in... Eine der Städte, die ich in Kalifornien noch nicht hatte. Huron bräuchte ich noch. Müsste ich mal durchfahren vielleicht, ne? Und da bräuchte ich in Arizona halt auch noch 1, 2, 3, 4, 5. 5 in Arizona. Dann hätte ich ja alle Städte mal durch. Schauen wir mal, wo es uns beim nächsten Mal hin verschlagen wird. Lasst euch am besten überraschen. Dranbleiben, meine Damen und Herren. Wir fahren die nächste Runde. Und wann genau? Am Samstag schon. Am Samstag seht ihr mich hier wieder mit dem American Truck Simulator, mit dem eigenen Flachbettauflieger. Und da zeige ich euch ein bisschen was vom Flachbettauflieger, den ich gekauft habe. Bis dahin, Dankeschön fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag und tschüss, Servus und bye bye.